So, Hallihallöchen, herzlich willkommen, meine Lieben. Hier ist wieder Xabotchen. Wir spielen 7 Days to Die in der Stable 1.0 Version. Wir sind in Navescan unterwegs. Wir sind im Tag 1. Alles soweit auf Standard. Und die Nacht bricht herein. Und ich fühle mich überhaupt nicht mal ansatzweise vorbereitet. Ich habe auch noch keine Blöcke gebaut. Wir sind hier, alles ist offen. Ich habe hier noch keinen Weg nach oben gefunden, wo wir uns irgendwo hin verkriechen können. Irgendwie in eine höhere Etage. Ja. Es ist verrückt. Die erste Butze, die hier, wo ich dachte, das geht so ein bisschen. Draußen höre ich schon wieder Monster, aber jetzt ist nachts. Also Problem. Ich muss hier mal irgendwo was reinlegen. Hier in den Schrank vielleicht. Dass ich mal kurz... Pack mal ein paar Sachen hier rein. Mich ein bisschen besser bewegen kann. So, da passt da alles gar nicht mehr rein. Gut, dann brauche ich erstmal eine Kiste. Ich brauche eine Kiste. Gib mir einfach eine Kiste. Machen wir zwei Stück. Mach das da mal weg. Die Kiste. So, das Trinken, das wollen wir gleich. Halt, ne, den Pott brauche ich gleich. Das können wir, das raus, das raus, das raus. So, das ist alles ein bisschen möglich hier. Hier habe ich noch so ein Teil. Warte mal, was wir gleich brauchen, ist noch der Grill. Der Grill, die Kartoffeln. Zur Not nehmen wir noch Sandwich. Wir könnten Kaffee kochen. Dann würde ich jetzt ein Lagerfeuer machen. Das packen wir mal dahin. Da packen wir die zwei Sachen rein. Das erlaubt mir, Wasser abzukochen. Die drei trüben Wasser, das 2 Minuten 30. So, dann haben wir schon mal ein bisschen trinken. Dann ist alles ganz schön riskant, was ich hier gerade mache. Brauche ein paar Baublöcke. Sagen wir mal 50 für den Moment. So, und die hätte ich gerne da. Und ach, komm schon, das weg. Da hätte ich die gerne. So. Dann würde ich hier mal kurz zumachen und hier mal kurz zumachen. Ist das der Haupteingang? Aber scheiß drauf. So, und dann
Hier geht's in den Keller. Da ist noch Essen. Oh, Essen. Gib mir das. Was ist da drin? Eine Dose. Nehmen wir. Hier hätten wir unsere Kisten entstellen können. Egal. Was wollte ich noch? Achso, das Zeug hier rausnehmen. Und hier oben hinpacken. Da können die nicht gegenklopfen. Scheiße. Es ist nachts. Ich habe hier in dieser Hütte noch keine Stelle gefunden, wo ich oben sein kann. Gib mir. Komme ich hier hoch? Komm hier nicht hoch. Was ist denn das hier für eine Scheiße? Drin. Wie komme ich denn in die... Es gibt keine obere Etage oder was? Wo kloppt die sich denn jetzt durch? Hier jedenfalls nicht. Also der Ton klingt, als wenn die schon drin ist. Irgendwie ist der Sound seltsam. Hier. Hinter dieser Wand. Oh, ich will nicht nachts fighten. Ich bin noch nicht vorbereitet für sowas. Hier. Wieso diese Wand? Ich meine, besser als da, ne? Okay. Ich bin noch 5 Minuten verstaubt. Da ist Rennen, scheiße. Es klingt, als wenn es 2 sind. Da jetzt. Noch einer? Hallo, hallo?
Was ist das? Okay. Okay. Gut, gut, gut. Was wir jetzt noch machen ist, wir besorgen uns jetzt noch ein bisschen Stoff. Alright. Oh Gott, ist ja auch schon alles total kaputt hier. Ja, genauso gut auch hier durchbrechen können, ne? Wäre deutlich schneller gewesen. So. Die Blöcke sind in. Shit. Okay, die Blöcke sind innen. Ich war schon wieder ein. Nimm mal noch mit, was geht, ne? Ja. Alter, schreib mich doch nicht so an. Geräusch kommt immer von der Seite. Oh, Reparaturwerkzeug, cool. Also. Ups, falsche Taste gedrückt. So. Ich glaube, ich habe vergessen, die Flaschen in Dings zu tun. Ich habe die Flaschen vergessen, hier rein zu tun. Richtig? Ja, ich habe hier durchbrennen lassen, aber die Flaschen nicht reingetan. Gerade gewundert, warum die hier noch sind. So. Alright. Wir haben bis jetzt noch viel zu wenig von dem, was wir brauchen. Warte, das. Das, das. Das hier brauchen wir auch nicht mehr. So, ich wollte noch gucken wegen den Kartoffeln, ne? Kann ich die Kartoffeln schon machen? Gebackene Kartoffeln. Drei Minuten 20. So, dann machen wir Kartoffeln.
Wenn wir Kohle haben und Chrysantheme und das plus das plus das plus das fertige Wasser. Aber ich glaube, das darf ich noch nicht bauen. Ich glaube, das darf ich noch nicht. Schrotflinten nützt uns auch erstmal nichts. Okay, das hilft uns erstmal alles nicht weiter. Kann ich hier noch was machen? Ich habe noch einen Point. Ich will unbedingt hier rein. Aber ich müsste auch ein bisschen mehr Schaden machen. Zehn Prozent. Ja, komm. Es dauert viel zu lange mit dem Prügeln. So, wir brauchen noch mehr. Wir brauchen auf jeden Fall noch Plastik. Hier ist doch. Hier rennen schon wieder irgendwelche Zombies draußen rum. Ich versuche die Nacht irgendwie zu überstehen. Alter, das klingt so krass. Hier. An dem Block hier, glaube ich. Ja. Okay. Wir müssen ja nur bis 4 Uhr aushalten. Ich könnte das jetzt reparieren, aber Zeit schinden. Kommt der denn jetzt her? Eisendreck. Die Makrele. Das waren meine gesamte Munition weg. Wo kam der Halbi lang? Wo ist der durchgekommen?
Der ist nicht dadurch gekommen. Der war ja auf einmal da. Also der ist ja nicht hier durch. Hier wohnen. Ist noch ein Halbi hergekommen? Nee. Der muss da ja da durchgekommen sein. Verrückt. Der halbe. Meine ganze erste Munition verballert. Sowas aber auch. So, wie können wir noch das hier können wir mitnehmen? Den Rest, dafür haben wir alles noch keine Abbautools. Brauchen wir auch momentan alles noch nicht. Ist hier noch was? Nee, da oben. Mit dem Bild? Nee. Okay, also an sich ist hier weiter in dem Haus nichts, ne? Das hier ist besser, wenn wir es abschrauben, dann kriegen wir noch Federn und Dingens raus. Aber ein Abschraubteil haben wir noch nicht. Ich könnte den Fernseher, aber das Abschraubteil haben wir noch nicht. In der Bude ist hier auch nichts zu holen. Also selbst das ist nur gemalter Teppich, ne? Da würden wir nicht mal was rauskriegen von. So, wie sieht's denn hier aus? Bisschen Wasser, ein bisschen Essen. Besser als nichts. Achso, ich wollte noch gucken, wegen. Können wir definitiv noch nicht. Ich könnte ein roter Tee machen. Nee, kann ich nicht. Ist auch noch gesperrt. Okay, ja gut, dann ist das so. Dann ist das so. Dann bleibt's dabei. Wir werden mitnehmen. Alles, was wir für Klebstoff brauchen. Die Plastik. Natürlich das. Natürlich das. Das Messing. Die Reserveknarre. Gegen Blutung. Das. Das hier für Essen. So, zack. Das sieht doch schon ganz gut aus. Dann nehmen wir noch das mit. Also der Plan ist, wir gehen gleich zum Händler zurück, ne? Sobald wieder Tag ist. So, den Kochtopf, den Grill. Dafür kriegen wir nichts.
Pinsel können wir verkaufen. Das können wir zerlegen. Das können wir. Achso, zwei muss ich ja freilassen. Das bleibt hier und das bleibt hier. Gut. Dafür kommen die zwei Sachen mit. Alright, 229. War noch etwas? Nee, ne? Glaube nicht. Oh. Im Grunde genommen haben wir die Bude so weit auseinandergenommen, wie es sinnvoll ist. Alles andere, was man jetzt noch auseinandernehmen könnte, würde ich jetzt mehr kaputt machen als alles andere. So. Durch das Loch kommen wir wieder raus, wenn es soweit ist. Dann kommen wir in die Garage. Von der Garage kommen wir raus in die Landschaft. Kartentechnisch. Die Quest wäre hier. Hier geht die Hauptstraße lang. Aber ich würde erst einmal hier runter, also wieder zurück, weil ich ja jetzt habe, was ich brauche. Und ich glaube nicht, dass wir hier wohnen bleiben wollen. Das gefällt mir. Also das Gebäude gefällt mir gar nicht zum Wohnen. Das war jetzt das erste, wo wir einfach rein konnten und relativ einfach. Naja, relativ war auch falsch. Überlebt haben. Also wahrscheinlich geht hier die Straße lang. Und hier könnte vielleicht ein Ort sein. So wie hier, so ein kleiner. Oder vielleicht auch nur ein Einzelhaus. Weiß ich nicht, aber wir werden hier zurück marschieren und dann werden wir den Weg gehen, wo auch immer der hier lang führt. Dann haben wir auf der Seite vom Trader schon mal ein bisschen, dann wissen wir schon ungefähr, wo es lang, wo man lang kann. Jetzt könnte man, ja, geh doch draußen dingsen oder so. Nee. Ist echt hardcore gefährlich draußen. Was kriege ich denn hier? Holz kriege ich da raus, okay. Oh, 1000. So, machen wir erstmal ein X. Für erledigt. Und. Ach. Können wir hier schon? Wir können auf Verband. Nee, wir brauchen. Wir brauchen das Zeug für Klebstoff. Hierfür. Wir könnten schon mal 4 davon bauen. Das wäre okay. Wir könnten das noch reparieren. Wir sollten auf jeden Fall den Knüppel reparieren.
kann Schießpulver bauen. Aus Kohle und Nitrat. Das machen wir auf jeden Fall nicht. Lehmboden fehlt noch, okay. Aber ein bisschen so für die ersten Beete gleich zu Anfang ist schon ganz gut. Was brauche ich denn dafür? Stoff, Holz, Klebeband. Okay, da brauche ich auch Klebeband für. Sandsäcke. Okay. Okay. 3:30 Uhr. So, ich würde aber sagen, das war's jetzt erstmal für diese Folge, ne? Ein bisschen Muschibubu hier. Das nehmen wir noch mit. Wenn ich so mache, werde ich deutlich besser gesehen, glaube ich. Deswegen laufe ich die ganze Zeit so rum. Weniger auffällig. So, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gerne Däumchen, Kommentare da lassen. War ein bisschen Hide and Seek mit fast gestorben tatsächlich in der ersten Folge. Oder hier am ersten Tag. War schon wieder Halbi reingekommen ist, habe ich keine Ahnung. Weiß ich nicht. Kein Plan, wo der plötzlich herkam. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss, euer Xabottchen. Reingehauen.